So, Freunde aus aller Welt, heute sind wir in Tauberbischofsheim am Berufszentrum. Ich war hier oben beim Döner in meinem Tauberkreis, Tauberbischofsheim. Ne? War ich hier, habe ich einen Döner gegessen, da unten. Bin jetzt über 40 Kilometer gefahren, mit Umwege vielleicht noch mehr, aber egal. Die 100 haben wir noch nicht geschafft. Jetzt zeigst du mir an, von hier bis nach Hause habe ich 41 Kilometer. Jawohl. Starten. Und dann geht's los, Freunde. Ich nehme euch jetzt mit. Solange die GoPro filmt, nehme ich euch mit. Von Tauber Richtung Niederstetten sozusagen. Ich hoffe, dass alles paletti jetzt ist. Und jetzt fahren wir heim von der Berufsschule. Der Arsch tut mir weh. Wenn ich daheim bin, dann habe ich gute 80 Kilometer hinter mir. Ne? So, Herrgott helf, dass wir gut daheim kommen. Ne? Ja, so strengend gewesen heute. Hier war ich Döner essen und jetzt geht's heim zu's, ne? km/h. Oh. Leicht links abbiegen auf Bahnhofstraße, dann nach rechts abbiegen auf Bahnhofstraße. Ich habe 3 Stunden gebraucht hierher zu's. Wahrscheinlich. Heimzus werde ich länger brauchen, denke ich mal. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Bei Scharfweg wenden, dann links abbiegen auf Hauptstraße. Ja. Ich fahre so wie ich will, nicht wie du sagst. Nach 100 Metern rechts abbiegen auf Gartenstraße. Rechts abbiegen auf Gartenstraße, dann rechts abbiegen auf Spielerstraße. Also laut. Rechts abbiegen auf Schmiederstraße. Ne, wir biegen links ab. Also laut Google bin ich ja hierher zu fast 45 Kilometer hat es angezeigt. Ne, wir fahren links rüber. Ja, darum sage ich, es hat mir jetzt zwar 41 gezeigt, aber ich fahre ja nicht so wie das Navi mir zeigt. Ich fahre ein bisschen anders, weil ich der Matze bin. Ich fahre ein bisschen einen Umweg. Dann habe ich vielleicht die 90 Kilometer geschafft, bis ich heim bin. Nach 100 Metern links abbiegen auf Hauptstraße. Also nach fast 45 Kilometer hat es mir gezeigt, das Handy hierzu. Tut mir der Arsch schon weh. Was da drüben hätte ich. Naja, fahren wir durch die Fußgängerzone. Kriegen wir noch Ärger vielleicht. Aber es sind eh nur ein paar Meter. Genau. Bei Badgasse rechts abbiegen, dann links abbiegen. Bin ja noch bei Gelb drüber. So. Links Richtung Vitriallee abbiegen, dann rechts abbiegen auf Vitriallee. Also wenn ich daheim bin, habe ich fast 90 Kilometer. Ich wäre noch ein bisschen gefahren, aber das Problem ist, ich muss ja auch wieder zurück. Ich muss ja auch wieder heimfahren, ne? Nach 150 Metern rechts abbiegen auf Taubenhausweg. Und ich bin schon recht geschafft, muss ich sagen. Ich habe jetzt einen Döner gegessen in Tauber beim Alibaba.
Damals Berufsschule hatte ich einen Tauber als junger Kerl. Da habe ich immer einen Döner gegessen. Und das hat sich gelohnt. Den kann ich jetzt voll stark bauen, bis ich daheim bin, ne? Ein Dönerchen. Links abbiegen auf Stadionweg. Machen wir Mädle. Hier. Oder was? Nun, geh mal hier rein. Ah, geschafft. Nach 400 Metern links abbiegen auf Dittichheimer Straße. Dittichheim, ja. Ja, schöner Garten, ne? Ich hoffe, dass die Kamera alles aufnimmt, so wie es passt oder nicht passt, keine Ahnung. Sollen wir mal kurz anhalten? Kurze. Mal gucken. So. Ich habe das Navi zentriert. Konnte ich jetzt während der Fahrt nicht machen. So, Freunde. Bin mal gespannt, wie lange ich brauche, bis ich wieder daheim bin. Es war schon recht anstrengend, hierher zu fahren. Ich meine, ich bin ja hier außerrum gefahren. Jetzt hier sehe ich, das ist ja kürzer hierher. Aber naja, was soll's. Wir werden so weitermachen, dann schaffen wir die 100 Kilometer auch noch. Klar, ich hätte jetzt noch ein Stück. Links abbiegen auf Dittichheimer Straße. Noch ein Stück Richtung Wertheim fahren können, dann hätte ich die 100 Kilometer auch safe gehabt, ne? Aber. Machen wir nächstes Mal dann. Das Wetter ist ja auch nicht so ganz super heute. Jetzt ist es wenigstens nicht mehr so windig. Bin gegen den Wind hergefahren. Und ich denke, wenn ich daheim bin, dann reicht es für heute vollkommen. Ne? Vollkommen. Da brauche ich nichts mehr. Ich fahre noch mal zurück nach Weigersheim und wieder zurück nach Niederstedte, dann hätte ich die 100 Kilometer auch geschafft. Ja, schauen wir mal, wenn ich einmal daheim bin, ob ich noch mal ein Stück in die andere Richtung fahre oder Weigersheim, Schäftersheim und nochmal zurück. Weiter auf obere Torstraße. Weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich reichen mir die 85, 87 Kilometer. Ich weiß es nicht. Das entscheide ich dann, wenn ich daheim bin, ob ich noch einmal 20 Kilometer in der Heimatnähe fahre. 10 Kilometer in die andere, eine Richtung, 10 in die andere zurück. Dann hätte ich auch die 100 Kilometer heute. Dann hätte ich wenigstens das, was ich mir vorgenommen habe, schon geschafft. Aber wie gesagt, das entscheide ich kurzfristig, wenn ich daheim bin. Dittichheim, sagen wir jetzt. Ja, ich fahre mit Navi. Ich war hier mit dem Fahrrad noch nie. Auf der Hauptstraße hätte ich den Weg schon kennen, aber jetzt den Fahrradweg. Wenn du hier noch nie hoch, schön. Wenn du hier noch nie gefahren bist. Oh, schöner Volkswagen. Busle.
Eigentlich wollte ich ja zuerst nur bis Lauda fahren. Habe ich gesagt, ich fahre nach Lauda, Königshofen und esse ein Eis und fahre dann wieder zurück. Aber dann hatte ich so einen guten Lauf. Dann habe ich gesagt, komm, ich fahre bis nach Tauber, ich habe Hunger. Und esse dort einen Döner. Vielleicht esse ich jetzt, wenn ich zurückkomme nach Lauda, Königshofen, esse ich halt da ein Eis. Ein Spaghetti-Eis, ein leckeres. Man weiß es nicht. Ihr wisst ja, ich entscheide immer kurzfristig, ne? Auf jeden Fall, egal wie rum. Wenn ich heute Abend daheim ankommen bin, habe ich meine 85 bis 87 Kilometer geschafft. Und wenn mein Papa noch mitmacht, dann könnte ich noch mal ein Stück Richtung Schrotzberg fahren oder so. Nach 200 Metern weiter auf Plissbergstraße. Mai, freue ich mich. Und könnte dann meine 100 Kilometer doch noch zusammenbringen heute, ne? Schauen wir mal. Ganz übertreiben sollte ich es vielleicht auch nicht. Auch 85, 87 Kilometer ist schon eine Leistung. Dabei, dass ja heute das fünfte Mal ist, ne? Streckenverlauf 1,5 Kilometer folgen. Machen wir. Vorgestern bin ich ja nur nach Röttingen gefahren und zurück und ca. 35, 40 Kilometer noch durch Weigersheim ein bisschen, ja so um die 40 Kilometer. Ein Tag Pause und dann heute bis nach Tauber, ne? Sonst komme ich gleich daher auf den Friedhof. Ich meine, härter wird es jetzt heimzus. Ich meine jetzt auch die, wie viel, 40 Kilometer? Ich denke, ich bin heute schon 45 Kilometer hierher zu gefahren. Mit den ganzen Umwegen durch Bad Mergentheim, durch Weigersheim. Einmal habe ich mich verfahren ein bisschen. Aber, naja. Mit Pausen habe ich jetzt 3 Stunden nach Tauber gebraucht. Bin mal gespannt, wie lange ich heim brauche. Also zum Teil ist es fast besser wie Autofahren. Es entspannt mich, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich meine, ich könnte auch mit dem Motorrad fahren, aber das strengt mich noch mehr an. Geistlich meine ich. Körperlich natürlich nicht, aber geistlich. Und vor allem, das Problem ist, mir schlafen die Hände immer ein. Und natürlich auch mein Becken tut mir weh vom Fahren. Und der Arsch, darüber möchte ich jetzt gar nicht reden, ne? Wie toll das ist. Da werde ich wieder mal ein paar Tage Pause machen. Mal schauen. Aber im Großen und Ganzen kommt die Sonne raus, bin ich zufrieden. Und wenn ich noch ein wenig Puste habe, wenn ich daheim angekommen bin, dann
fahre ich noch einmal Richtung Schrotzberg, aber steht der Schrotzberg da nie war. Mal schauen. Distelhausen. Mal schauen, wie mein Navi mich jetzt in die Richtung fährt. Irgendwie bin ich anders gekommen. Nicht richtig. Ja, so muss ich. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Was heißt rechts? Der geht schön bergauf. Da muss ich ein bisschen in die Pedalen drücken. Ja, genau so bin ich gekommen. Ein ganz schlechter Weg hier. Das Navi sagt, ich bin verkehrt. Ja, das machen wir. Dem Streckenverlauf 1,5 Kilometer folgen. Noch ein Stück. Puh. Also die Schenkel brennen immer noch bergauf wie die Sau, ne? Aber es tut gut. Mutter mit Kind. Guckt ganz komisch, klar. Ich habe Kamera auf dem Kopf, aber mir egal. Egal wie es kommt gut immer. Ja. Noch ein bisschen an meiner Kondition arbeiten. Dieses Jahr die 100 Kilometer am Stück schaffe ich sowieso, gar kein Thema. Und dann gehen wir es an, nächstes Jahr die 200 Kilometer an einem Tag zu machen. Ja, ja. Der Mensch braucht eine Steigerung. Mit meinem alten Drahtesel auch noch, ne? Es geht bergauf, aber gleich fängt es wieder an zu brennen. Glück hatte ich auch, es hat nicht geregnet. Es war recht windig, aber okay. Nur eine recht schlechte Strecke ist hier. Aber Gottes Wille, was soll man machen? Wenigstens sind hier keine Fahrräder. Laut Navi brauche ich 2 Stunden noch, bis ich daheim bin. Hast meine Pausen aber nicht mit reingerechnet, ne? Oder wie? Oder was? Schauen wir mal. Also bis Bad Mergentheim will ich schon fahren, ohne eine Pause zu machen. Vielleicht auch weiter, mal schauen, wie weit ich es schaffe. Vielleicht machen wir eine Zigarettenpause. Ist auch gut während der Fahrt. Brauche ich so gut wie nicht. Mann, ist die Strecke schlecht.
Meine Güte, ist die Strecke schlecht. Die schlechteste Strecke habe ich mir ausgesucht, glaube ich. Da gibt es bestimmt auch noch andere. Muss ich nächstes Mal, wenn ich Richtung Wertheim fahre, eine andere Strecke mir aussuchen. Oi. Da wird Staub durchgeschüttelt. Da wird mein Drahtesel ganz schön durchgeschüttelt, mein Lieber. Nach 200 Metern weiter auf dem weißen Bild. Ja, so machen wir es. Komme vor wie letztes Mal in Rumänien war, letztes Jahr. Da bin ich auch mit der Maps gefahren. Mit der Frau Maps. Da hat sie mich auch immer irgendwo hin gebracht, wo ich nicht hin wollte. Ne? Grüß dich. Oh, meine Flasche will sich. Oh, mein Handy will auch nicht mehr. Dem Straßenverlauf von dem weißen Bild 800 Meter folgen. Machen wir. So. Das Problem ist immer bergauf. Und das ist ganz schön steil jetzt gerade. Die ersten 6 Kilometer habe ich hinter mir. Habe ich schon noch ein bisschen was vor mir. Einfach zusammenreißen und nicht absteigen. Das ist das Wichtigste. Brennende Schenkel. Das größte Problem habe ich in der Schenkel und in der Hüfte. So, Freunde, gleich geht es ein bisschen bergab. Kann ich mich wieder ein bisschen ausruhen. Jawohl. Das ist doch gut. Ein bisschen bergab, ein bisschen eben, ist gut. Den gleichen Weg bin ich in die andere Richtung auch gefahren, ne? Verdammt und zugenäht. Jetzt, wo die Sonne rauskommt, schwitze ich noch mehr. Heute Mittag halb zwölf war es, wo ich losgefahren bin. War es okay, das Wetter. Windig, kühl. Jetzt kommt die Sonne ein bisschen raus. Jetzt läuft die Soße halt natürlich noch mehr, aber Gottes Willen. Ich habe ja einen Döner gegessen. Ja, ja, wir fahren immer geradeaus. Und da sind wir bald in Lauda. Sag links, zeig rechts an, oder was? So, Lauda. Bis jetzt geht's heim zu schneller.
wie Hinzus, weil Hinzus halt doch viel Steigung war. Aber gut, da nach Lauda kommt auch nochmal eine Steigung, aber kurz vor Mergentheim auch wieder, aber naja, egal, da müssen wir durch, Freunde. Das passt schon. So, wo lang? Geradeaus. Gibt es auch einen Haufen Kirchen. Sollte ich mal im Sommer eine Tour machen und von Kirche zu Kirche mit dem Fahrrad fahren. Aber obwohl in der Kirche waren wir schon. Hier in Lauda, ja. Da ist auch der Turm da. Von der Stadtmauer, der Turm ist da auch. Da waren wir schon. Hier in Lauda gibt es leckeres Eis. Aber ich glaube, ich halt gar nicht. Ich habe so einen guten Lauf, ich fahre weiter. Rechts abbiegen auf Rathausstraße, dann rechts abbiegen auf Spitalstraße. Ich habe so einen guten Lauf, dass wir weiterfahren. Und egal wie das Navi sagt, wir fahren ein bisschen anders. Gefällt dem Navi meistens nicht, aber... Rechts abbiegen auf Bachgasse, dann links abbiegen auf Zuggasse. Aber so bin ich auch gekommen und so will ich auch wieder fahren. Nach 300 Metern links abbiegen auf Schillerstraße. Ja, ja. Was du alles sagst. Lauda, Gemeinschaftsschule, hier auf der linken Seite. Rechts vor links, aber hat mein Vorfahrt doch genommen. Links abbiegen auf Schillerstraße, dann weiter auf Inselstraße. Nee, machen wir nicht. Ich weiß nicht, wie du mich fahren willst. Obwohl, der will mich unterrum fahren. Ha, hätte ich auch fahren können, ja. Aber jetzt fahren wir bergauf. Spielt auch keine Rolle. Nein. Straße, dann rechts abbiegen auf Bahnhofstraße. Wir fahren geradeaus. Ich hoffe, dass ich noch richtig bin. Links. Links abbiegen auf Poststraße, dann rechts abbiegen auf Bahnhofstraße. Lass mich nur fahren. Ich schalte dich gleich aus, wenn du noch weiter nervst. Ich fahre halt den Umweg. Bergstraße. Machen wir auch nicht. Links abbiegen auf Bergstraße, dann rechts abbiegen auf Bahnhofstraße. Ich fahre jetzt lieber noch ein bisschen berghoch. Oh, meine Hand schläft.
hast du wieder kalibriert, weiß jetzt, dass auch hier ein Fahrradweg geht, ne? Also. Nach 200 Metern links abbiegen auf Industriestraße. So sind wir gekommen, so fahren wir jetzt auch. Auch wenn es so ein Umweg ist. Dann springen wir ein paar Kilometer mehr zusammen. Wie lange sind wir schon unterwegs? 25 Minuten sowas, hä? Schätze ich mal. Sind wir jetzt lauter durch? Links abbiegen auf Industriestraße, dann rechts abbiegen. Genau so sind wir gekommen. Hui. So fahren wir auch weiter heim zu uns. Nach 500 Metern links abbiegen auf Bahnhof. Da kann ich euch, kann man geschwind halten. Da kommt ein Bienenautomat. Also Bienenautomat, Blumensamenautomat, aber für Bienenweide. Habe ich gesehen, wo ich in die andere Richtung gefahren bin. Und auch ein, ich weiß nicht, Lehmdorf, sowas. Da können wir auch geschwind halten noch. Könnte ich einen rauchen, einen Schluck trinken, bevor es weitergeht, ne? So eine kleine Pause quasi. Schaut mal, das ist der Bienenautomat. Obwohl ich halt nicht, ich habe, wo ich hierher zu gefahren bin, gefilmt hier. Das ist das Dorf. Naja, zwei Häuser halt. Dorf kann man nicht sagen. Aber ich möchte jetzt nicht halten, weil ich einen guten Lauf habe. Und ich bin total pitschnass geschwitzt. Und wenn ich anhalte, dann kühle ich eh nur ab. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Dann fahren wir halt lieber weiter. Ich habe gemerkt, die. Abbiegen auf Bahnhofstraße, dann rechts abbiegen. So, aufpassen. Ich habe auch gemerkt, die Kamera, die GoPro, die filmt ja nur 35 Minuten. Rechts abbiegen. Und dann schaltet sie sich nicht aus, sie nimmt dann wieder auf. Also bei alle 35 Minuten ist eine Unterbrechung. Muss ich doch aneinander kleben, der Scheiß. Ja, ich trinke was. Hab beim Alibaba meine Wasserflasche auch aufgetankt. Wir haben einen Döner gegessen, einen Cola getrunken. 8,50. Naja, kann ich die 8,50 wieder abbauen jetzt, während Heimfahrt. So, jetzt sind wir bald in Königshofen. Das Navi wollte mich da unten rumschicken, den Weg. Ja, hätte vielleicht auch nicht schlecht gewesen, nicht zu steil gewesen, aber naja, so ist es halt, kann man nichts machen. Grüß dich. Aber haben halt auch mal da entlang. Aber das Wasser in Tauber schmeckt nicht so gut wie das Steinamer Wasser. Dem Streckenverlauf 800 Meter folgen. Das schmeckt viel klar, halte ich ja wie uns ist daheim. Wie gesagt, ich filme jetzt so lang, die GoPro filmt wieder, bis sie ausschaltet. So ist es dann. Heute wird sie wenigstens nicht warm.
wenn es recht sonnig ist, wird die auch recht heiß, ne? Hatte ich ja letztens sich dann einfach ausgeschaltet hat, aber an dem Tag ist auch mein Handy heiß geworden und sich ausgeschaltet. Ja, ja. Eine gescheite Kamera wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber naja. Dachte, dass die GoPro schon mehr aushält. Wenn geirrt habe ich mich damit, hä? Dass sie so schnell heiß wird. Darum ist jetzt auch die neue GoPro, die hat Kühlrippen dran. Naja, schlecht ist die GoPro nicht. So mit dem Fahrrad das alles aufzunehmen, so. Wer schon halt komisch anguckt, wenn das Ding auf dem Kopf hascht. Vielleicht sollte man doch mal einen Fahrradhelm gönnen, die dahin machen. Das fällt dann wahrscheinlich wenig auf. Nach 200 Metern weiter auf Eisenbahnstraße. Na ja, klar, so machen wir es. So machen wir es, Mädel. Wenn ich daheim bin, schön duschen, ein Schläfle machen und heute Abend ein bisschen ausgehen. Nach 600 Metern links abbiegen auf Sachsen-Flurer Straße B292. Naja, so weit sind wir noch nicht. Geht jetzt erstmal ein bisschen bergauf, ne? Es war echt gut, dass ich mir eine Jacke mitgenommen habe. Ohne Jacke wäre scheiße gewesen, sage ich euch doch. Was ist da los? Feuerwehr, Rettungswagen. Blaulicht. Jetzt sind wir in Königshofer. Und auf der linken Seite war ein altes Lagerhaus. Das haben sie ganz schön umgebaut. Man sieht ja noch hier oben, ne? Der Speicher. Das haben sie ganz schön umgebaut, hier alles renoviert und Wohnungen reingemacht. Mal schauen, kann ich jetzt hier vorbeifahren oder darf ich hier nicht vorbeifahren? Machen die mir alles hier kaputt hier. Und blockieren mich hier. Und hier haben wir ehemaligen Stadtrat Werner Kelm von der Firma Lauer. Wir werden laschen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Feuerwehr. Hätte gedacht, die warten auf mich. Mann, jetzt bremst mich halt die Feuerwehr aus, ne? Alles, was recht ist. Komm, gib Gummi. Bremm den Matze nicht aus. Mein Akku ist begrenzt. Jetzt kommt die Sonne schön raus. Links abbiegen auf Sachsen-Flurer Straße B292, dann rechts abbiegen.
So, die Feuerwehr, die LAG, ist was los heute, oder? Halten wir hinter dem Rennfahrer. Rechts, sagst du. Wir müssen aber erst links. So. Gute halbe Stunde sind wir rum. Ja, mein Navi spinnt. Es kennt halt den Weg nicht, ne? Ja, auch ein bisschen ein Umweg. Der alte Fahrradweg war darüber. Aber naja. So ist es halt. Ja, das ist anders mit dem E-Bike, ne? Aber da ist schon ein Achter drin. Jetzt siehst du, laut Maps bin ich jetzt 15 Kilometer gefahren und habe noch 30 Kilometer vor mir. Also sind es 45 Kilometer, ne? So wie ich gefahren bin, ja. Wahrscheinlich einen kleinen Umweg gefahren. Naja, dann habe ich 90, wenn ich daheim bin. Dann fahre ich noch ein Stück Richtung Schrotzberg. 5 Kilometer hin, 50 zurück und dann habe ich die 100 auch. Ah, das machen wir auch so. Dann habe ich mein Etappenziel für dieses Jahr erreicht. Was will man mehr, ne? Also das Wasser vom Alibaba schmeckt ganz schön nach Chlor, was der man da rein hat. Er hatte nur Flaschen mit Kohlensäure und ich wollte was ohne Kohlensäure. War schon die Cola, wo ich getrunken habe mit Kohlensäure. Und dadurch ja ganz selten noch Cola trinke. Meistens oder eigentlich nur, wenn ich außer Haus bin. Daheim trinke ich ja gar keine Cola mehr. Aber wenn ich außerhalb bin und irgendwas essen bin, dann trinke ich auch mal ein Colachen oder ein Cola-Weizen. Aber daheim nicht mehr. So, wenn ich da Lust habe auf Cola, muss ich halt mal ausgehen wieder, ne? Ist auch nicht schlecht, gell? Ja, schön hier. Ist fast eben. Ein bisschen eine kleine Steigung, aber angenehm zu fahren. Muss ich sagen. Die ganze Strecke bin ich ja auch in die andere Richtung gefahren. Jetzt soll ich doch noch den mit seinem E-Bike ein oder was? Ah ja. Mit der Schaltung bin ich immer noch nicht zufrieden, aber naja. Ah, da kommt ein Pferdchen. Da kommt ein Pferdle. Grinspacke. Du, guck auf den Weg, guck den Weiber nicht hinten nach. Der Weih auf der Arsch.
Naja. Ab Weigersheim Richtung Steyr wird es nochmal hart mit den Bergen da. So auf der Ebene wie hier, da können die fahren, du. Da können die fahren, du. Auf jeden Fall waren wir jetzt in Tauber. Nächstes Mal fahren wir Richtung Wertheim, also Tauber noch ein Stück weiter dann. Richtung Wertheim. Mal schauen, ob ich nach Wertheim schaffe. Wenn ich nach Wertheim fahre, nach Wertheim schaffe und wieder zurück, dann habe ich 120, 130 Kilometer oder irgend sowas in der Richtung. Vielleicht schaffe ich das noch dieses Jahr. Das wäre nicht schlecht. Nach Wertheim mit dem Fahrrad. War ja auch noch nie mit dem Fahrrad. Mit dem Auto schon. Aber mit dem Fahrrad nicht. Vielleicht hält das Wetter ja noch. Und dann nochmal früh um 8, 9 wegfahren. Und mich da Richtung Wertheim mache. Weil es ist ja klar, die Strecke, wo ich hin zu fahre, 150 Metern links abbiegen auf Beethovenstraße. Muss ich ja auch wieder heim, ne? Es ist ja nicht mitgetan, hinzufahren nur. Ich muss ja auch wieder zurück. Und das Heimfahren, das ist das noch schlechtere, weil, aber gut, es hilft nichts. Links abbiegen auf Beethovenstraße. Da muss ich halt mich durchkämpfen, da hilft alles nichts. So, fahren wir da links rüber. Über die Tauber. Ah. Nach 400 Metern rechts abbiegen auf Erden. Windig, windig, aber ist okay. Dafür, dass ich so starker Raucher bin, muss ich sagen, habe ich Sauerstoff. Wie gesagt, bei mir sind es mehr die Schenkel, die brennen. Der Popo tut weh und die Hüfte. Sonst eigentlich ist alles paletti so vom Fahren her. Gerade auf der Ebene, da könnte ich schon noch ein Stück schaffen mit dem Fahrrad. Ich glaube, das ist Edelfingen, ha? Oder? So, hier rechts kommt der andere Fahrradfahrer gleich raus. Gleich ist er wieder vor mir. Kürzung war doch nicht länger, kürzer. Ich bin wieder vorne. Links abbiegen auf unsere Straße, dann rechts abbiegen. Mensch, wenn ich so weiterfahre, kann ich mal zum Joey fahren. Mit dem Joe Fahrrad fahren im Flachland. Spaß beiseite, war nur Spaß. Ah, Äpfelklauber. Danke. Nach 200 Metern rechts abbiegen.
Ja. Ich muss sagen, den Fahrradweg hier haben sie schön umgebaut. Zum Teil war sie auch neu gebaut hier. So ein bisschen Steigung, ein bisschen Gefälle, ein bisschen Steigung, ein bisschen Gefälle in beide Richtungen. So kann ich immer mal wieder ein bisschen ausruhen, ne? So, nach dem Navi habe ich noch 27 Kilometer zu schaffen. Jetzt kommen wir gleich nach Edelfingen rein. Oh, das sind schöne Pilze, guck mal auf der da. Das wäre guter Zunder für meine Bienenpfeife. Auf der Pappel waren lauter Zunderpilze. Aber viel zu hoch. Und ich habe eh nichts dabei. Geradeaus. Schön Holzplatz. Karte. Nach 400 Metern weiter auf Tauberstraße. Ja, meine Powerbank habe ich auch daheim vergessen. Naja. Muss ich mich nächstes Mal ein wenig mehr besser organisieren, ne? Noch 26 Kilometer. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie diese Fahrradtours ankommen mit meiner Schnauferei und Fahrradquälerei fahren. Aber wie gesagt, in erster Linie sind es meine Erinnerungen. Weiter auf Tauberstraße, dann nach rechts abbiegen, um auf Tauberstraße zu bleiben. In allererster Sache ist es, sind es meine Erinnerungen, ne? An denen ich euch teillassen tue. Wer Spaß hat, darf teilnehmen an meinen Fahrradtouren. Wer nicht, braucht ja nicht einschalten, ne? Und ich muss sagen, dass ich jetzt 10 Jahre kein Fahrrad gefahren bin. Sogar ein bisschen länger wie 10 Jahre. Seit meinem Schlaganfall. Kurz nach dem Schlaganfall hatte ich mal. Rechts abbiegen auf Theobaldstraße, dann rechts abbiegen auf alte Frankenstraße. Einmal hatte ich es probiert, aber da bin ich nicht weit gekommen, bin dann gleich umgekickt mit dem ganzen Bock. Und jetzt nach über 10 Jahren habe ich es wieder probiert und ich muss sagen, es passt. Ich glaube, ich habe mich verfahren. He? Ich hätte die andere reinfahren sollen. Oder? Ne, geht auch hier links. Schau mal, was da in der Taube ist. Ein Haufen Holz. Oi. Holz. Und da vorne sind Schwan drinnen. In der Taube, da schwimmt er. Da kann man auch Boot fahren, also Paddelboot oder Kajak oder so. Ne? Ja, das würde ich auch mal gern machen. Wenn jemand Lust hat, mit mir da Kajak zu fahren.
meldet euch. Fahren wir mal auf der Tauber Kajak. Und schon wieder versperrt jemand mir den Weg. Also irgendeiner. Fahren wir darüber. Geschafft. Geschafft. Ist gut, wenn man Mountainbike hat. Da kann man da mal vorbeiziehen. Ist das der Rollstuhl? Der Opa ist in seinen Garten gekommen mit seinem Fahrzeug. Ja, auch nicht schlecht. Schön ruhig, schön. So, jetzt fahren wir Richtung Bad Mergentheim. Laut Navi 25 Kilometer noch, bis ich daheim bin. Wo ich los bin gefahren, hat es mir 41 Kilometer gezeigt, danach hat es mir 45 Kilometer angezeigt, weil ich andersrum gefahren bin. In Tauber, naja, passt schon. Hinzus habe ich ja auch fast 45 Kilometer gebraucht. Heimzus auch. Und dann haben wir schon fast die 90 Kilometer. Fahren wir halt daheim noch die 10 Kilometer. 5 hin, 5, 6, 7 zurück und dann passt es. So, da vorne kommt mir auch Bad Mergentheim. Wie weit, wie lange wir jetzt schon unterwegs sind, weiß ich gar nicht. Ich glaube fast eine Stunde, ne? Noch eineinhalb Stunden, sagt das Navi. Bis ich daheim bin. Schauen wir mal. Also es hat gut getan, muss ich schon sagen. Es hat echt gut getan. Jetzt kurz vor Bad Mergentheim habe ich noch einen rechten Puckel, wo ich dann hoch strampeln muss. Jetzt kommt auch die Sonne raus, wunderschön. Nächstes Mal muss ich mir auf jeden Fall ein kleines Rucksäckle oder irgendwas nehmen. Oder vielleicht auch einen Gepäckträger ans Fahrrad hinbauen. Und irgendwas, ja. Ich meine, jetzt wo ich in Tauber war, war ich schon pitschnass, ne? Da wäre es gut gewesen, wenn ich mein T-Shirt wechseln hätte können, ne? Und mir ein trockenes T-Shirt anziehen hätte können. Die ganzen Sachen sollte ich mir nächstes Mal mitnehmen. Ein T-Shirt, ein Wechsel-T-Shirt, wenn das eine nass ist, um ein anderes anzuziehen, dass ich mir nicht gleich den Tod hole, ne? Und was auch gut ist während der Fahrt, no smoking, ne? Ich rauche eh viel zu viel. Ja, das wäre auch so ein Projekt. Wie komme ich von den Zigaretten weg? Und ich denke, nach meinem Schlaganfall hatte ich ja schon um die 3 Jahre nicht geraucht und dann ich Depp habe wieder angefangen zu rauchen, ne? Ja, manche Laster sind schwere Laster. Da kann man nichts machen. Ja, du lebst ja noch. Eigentlich könnte ich dich ausmachen. Ich kenne eigentlich den Weg schon. Aber so habe ich jemanden zum Reden ein bisschen. Und lauter Pfanddosen liegen da rum. Wenn ich einen Rucksack hätte, hätte ich schon 3-4 Euro wahrscheinlich gemacht. So viele Büchsen wie da rumliegen. Hätte ich schon den Hälften Döner gehabt. So, jetzt müssen wir mal ein wenig runterschalten. So den Berg auch hochschaffen. Mal gucken gleich. 200 Metern gleich links abbiegen Richtung Edelfingerstraße. Werden meine Schenkel gleich wieder brennen.
Mal gucken, werde ich nass heute oder nicht. Weil ich habe ja nur meine Adidas Jacke an. Die ist nicht wasserdicht. Leicht links abbiegen Richtung Edelfingerstraße. Dann links abbiegen Edelfingerstraße. Schon gescheite Steigung. Ich muss mein Handy ausmachen. Hab nur noch 15% Akku. Und wenn was ja ist, kann ich gar nicht anrufen. Nichts. So, jetzt habe ich das Handy ausgemacht. Man weiß ja nie, was ist oder nicht ist, gell? Aber es hat jetzt lang gehalten. Es hat von zu Hause bis nach Taub und zurück als Navi gehalten. Ah, noch ein bisschen hoch. Da kann ich jetzt nicht schimpfen drüber. So, gleich sind wir in Bad Mergentheim, Freunde. Ob die Kamera noch filmt oder nicht? Keine Ahnung, ich gucke gar nicht nach. Ich fahre einfach nur. Jetzt sehe ich ja dann daheim, wie weit sie gefilmt hat oder nicht gefilmt hat. Da war auch wieder eine Cola-Dose. Mein halbes Mittagessen hätte ich mir schon zusammengelesen jetzt. Selber schuld, wenn ich keinen Rucksack dabei habe, ne? Bad Mergentheim, da habe ich die Wassergymnastik. Da werde ich dann nächstes Jahr im Sommer versuchen, mit dem Fahrrad in die Wassergymnastik zu fahren. Ein bisschen bergab ist auch nicht schlecht. Krieg mal wegen Speed. Schau mal, wie die Schafe, keiner weicht aus. Einfach mitten in der Straße. Und dann noch blöd gucken. Noch nichts gehört von rechts laufen, ne? Circa 23 Kilometer noch. Wunderbar. Bad Mergentheim. Große Kreisstadt. So, ich muss sagen, langsam komme ich wieder in Form, zumindest Fahrrad fahren. Sehr gut. Mit dem Fahrradfahren muss man nicht die ganze Zeit treten. Mal geht es ein bisschen auf, mal geht es ein bisschen runter und dann kann man sich immer zwischendurch ein bisschen ausruhen. Bloß der Popes tut mal weh. Und hier auf der Ebene ist es schön zu fahren. Umso näher ich nach Hause komme, umso buckliger wird da die ganze Geschichte. Aber egal, machen wir das Beste draus. Nächstes Mal spätestens um 9 Uhr von daheim wegfahren und dann mal gucken, ob wir das
mal bis Wertheim schaffen und zurück. Denke ich schon, dass ich so fahre, dass ich um die Mittagszeit oben beim Alibaba bin, mir einen leckeren Döner reinziehe, nach dem Mittagessen weiter Richtung Wertheim fahre. Ne? Genau. So, jetzt wenn ich hier geradeaus weiterfahre, komme ich zu Hohenlohe, wo ich montags immer Wassergymnastik habe. Ne? Aber Richtung Heimat geht es hier rechts rum. Oder gut, ich hätte auch geradeaus fahren können. Viele Wege führen nach Rom. Da ist nur ein Fußgängerweg. Nein, dann fahren wir halt so rum. Haben kommen tun wir immer. Da fahren wir mal so rum. Hier bin ich ja wieder in der Heimat, hier kenne ich mich schon ein wenig besser aus. Da fahren wir da links rüber. Ob es noch filmt, weiß ich nicht, aber egal. Sind wir ja schon eine Weile unterwegs, ne? Circa 22 Kilometer noch. Eigentlich darf ich hier auch nicht mehr fahren, aber ich sehe da vor mir fährt hier auch, dann fahre ich dem auch hinterher. Mit dem Fahrrad habe ich mir noch nie einen Strafzettel genommen, das wäre ja dann der erste, ne? Einen anderen Weg fahren sollen. Glaube ich. Sind wir in Bad Mergentheim. Ich glaube, ich bin auf dem keinem Fahrradweg hier jetzt gerade, aber naja. Was soll ich jetzt machen? Jetzt ist halt so. Gott sei Dank keine Fußgänger so unterwegs sozusagen. Genau. Jetzt haben wir den Fahrradweg gleich wieder. Hier haben wir wieder. Zack, zack. Jetzt sind wir wieder auf Kurs, Freunde. Wieder einen Umweg gemacht. 22 Kilometer.
wird schon weniger, ne? Die Hälfte haben wir jetzt hinter uns. Und die schwierigste Strecke noch vor uns. Egal. So ist es halt. Was willst du machen? So ein paar Straßen mit drin nochmal. Das Chlorwasser von Alibaba. Da hat jemand auch einen Sprudelkarussell. Jugendverkehrsschule Bad Mergentheim ist hier auf der rechten Seite. Ja, ja. Vorne Angler, ha? Ein Angler. Auf der linken Seite. Schauen Bilder an. Was sie so gefangen haben wahrscheinlich, ne? So, wieder über die Tauber. Leco mia moscia. Ich glaube, das Stück habe ich schon mal mitgenommen, glaube ich, wo ich das erste Mal nach Bad Mergentheim gefahren bin. Ich glaube, das war die dritte Tour, glaube ich. Ja, es muss die dritte Tour gewesen sein, bin ich der Meinung. Aber wie gesagt, ich weiß ja gar nicht, ob meine GoPro jetzt noch filmt oder ob der Akku schon leer ist oder nicht. Ich lasse es mal so. Ich lasse es mal laufen, egal. Wenn der Akku leer ist, dann ist er halt leer. Wenn nicht, filmt sie halt noch ein bisschen. Wie gesagt, muss man so einen Deckel besorgen. Hier war ja letztes Mal das Konzert, wo wir vorbeigefahren sind. Hat gar keinen Copyrightgeber. Ja. Jetzt ist wieder der Parkplatz, wenn die Veranstaltung weg ist, ne? Ist wieder der Parkplatz und alles. Passt. So, jetzt muss ich doch mal trinken, du. Ekliges Wasser. Ja, immer ein bisschen trinken. Ist wichtig. Ja. Ist das hier? Hier kann man mit dem Wohnmobil übernachten, hat auch Strom und auch Ding zum Auskippen, Flüssigkeiten. Oh, je, je. Ein wenig Sand für die Tennishalle wahrscheinlich, ja? So, Mergentheim ist durch. Jetzt Richtung Igersheim. Wenn die Kamera noch filmt, keine Ahnung. Ich halte nicht. Das Problem ist, wenn ich halte und absteige, dann kann ich fast nicht mehr laufen. Also muss ich mich quälen und in Bewegung bleiben, egal wie es kommt.
immer in Bewegung bleiben, ist immer gut. Hier ist ein Reitstall Ende Bad Mergentheim Richtung Igersheim am Fahrradweg. Ein bisschen Rotz kriege ich jetzt. Doch verschwitzt, ne? Das ist das Problem. Dass man verschwitzt. Mein T-Shirt pitsche nass ist, ne? Das muss ich auf jeden Fall nächstes Mal mir mitnehmen. Ein T-Shirt, von dem abgesehen. Jetzt ist kurz vor 4. Jetzt ist gerade 4, ja. 16 Uhr. Um 5 Uhr werde ich auch daheim sein. Vielleicht halte ich noch beim Kumpel in Weigersheim. Trink noch einen Most. Oh, meine Hüfte tut mir weh. Und vor allem der Rücken. Und die Schultern. Und. Aha. Päuschen. Das ist auch wichtig, ein Päuschen. Schöne Gärtel hier rechts auf der Seite. Und auch ein paar Bienenvölker sind da. Hat er mit dem Reisig so ein bisschen geschützt gemacht, ne? Auch nicht schlecht. Also ich bin schon stolz wie Bolle auf mich selbst, muss ich sagen. Dass ich bis nach Taubau zur Berufsschule da hochgefahren bin, zum Alibaba. Ich hätte auch noch ein Stück weiter fahren können, aber ich habe auch kein Licht am Fahrrad. Die Nacht darf mich auch nicht erwischen, sozusagen, ohne Licht, scheiße alles. Gut, hinten habe ich ein Rücklicht. Vorne habe ich noch keins. Muss ich mir auch eins besorgen, irgendwann mal. Naja. So ist halt, was soll man machen? Kann nicht alles haben. Nachts fahren wollte ich ja sowieso nicht, aber wenn man so weite Strecke fährt, muss man halt immer zuschauen, dass man bei Zeit wieder Richtung Heimat fährt, ne? Aber man weiß nie, was unterwegs passiert, und man braucht eine längere Pause. Das weiß man halt nicht. Mensch, ich habe doch nur eine GoPro auf dem Kopf und nicht einen Kloschüssel. Manche Leute gucken die an wie ein Pferd. Was hat denn der da auf dem Kopf? Was hat er da für verbotenes Zeug auf dem Kopf? Ist doch gar nicht so schlimm. Ist auf dem öffentlichen Verkehr, Wege darf man filmen. Und ich fahre immer die Fahrt auf und nicht extra irgendwelche Menschen oder Personen. So darf man das. Jetzt sind wir in Igersheim. Jetzt Richtung Magelsheim. Stück für Stück wird es schon gut. Muss ich schon sagen. Fängt man wieder richtig Spaß zu machen. Fängt man wieder richtig Spaß zu machen, das Fahrradfahren. Wahrscheinlich tut mir heute Nacht der Arsch und die Knie und alles. Und allerwerte ist der sowieso vom Feinsten weh. Aber für die Ausdauer war es trotzdem super, sage ich euch. Für die Ausdauer war es trotzdem super, ne? So machen wir das weiter. So
solange das Wetter noch hält. Was für ein Fahrzeug da steht. Ein Ford. Cool. Ich weiß noch bei der dritten Tour, wo ich die Strecke hier gefahren bin und dann von Mergentheim nur heimgefahren bin, da war ich schon recht schlapp hier, ne? Habe ich schon aus dem letzten Loch gepfeift. Und heute war ein Tauber, ne? Wahnsinn. Und habe noch ein bisschen Reserve, muss ich schon sagen, ne? Ja, Powerbank möchte ich mal mitnehmen, mein Handy ist auch leer. Letztes Mal habe ich da wenigstens mit der App verfolgt, was die GoPro aufnimmt. Aber jetzt, wenn ich keinen Akku habe, kann ich das auch nicht machen, ne? So, der menschliche Körper ist schon komisch manchmal. Zumindest meiner Körper. Es gibt Tage, da habe ich echt gute Läufe. Und dann habe ich Tage, da habe ich nur beschissene Tage. Wenn ich heute heim geblieben wäre, ich hatte heute eben ein bisschen Migräne. Muss ich sagen, jetzt durch das Fahrradfahren kriege ich einfach den Kopf ein bisschen frei. Hat eine große Überwindung gekostet, loszumachen, so zu suchen. Ne? Dann habe ich zuerst gesagt, ah, komm, fährst nach Weigersheim. Dann habe ich gesagt, naja, komm. Noch ein Stückle. Irgendwann mal war schon in Bad Mergentheim. Noch ein Stückle, fahr nach Lauda, das ist ein Eis. Weil Lauda war so windig, ich dachte, nee, jetzt brauche ich kein Eis. Ich fahre jetzt nach Tauberfolster. Und das ist ein Döner. Das war eine super Entscheidung. Das war eine super Entscheidung, sage ich euch. Also, die fünfte Tour jetzt bis nach Taubern zurück. Um die 90 Kilometer. Saubere Arbeit, Matze. Muss man selber auf die Schulter klopfen. Hätte ich nicht gedacht. Dass ich das fünfte Mal Fahrradfahren dahin schaffe. Das hätte ich nie gedacht. Weil die vierte Tour war ja nur 35 Kilometer. Das hat mir gereicht an dem Tag, die 35 Kilometer. Und jetzt 90 Kilometer heute. Saubere Leistung, muss ich sagen. Saubere Leistung.
bin ganz zufrieden mit meiner Leistung. So ein Livestream wäre auch nicht schlecht, ne? Während der Fahrt, zack. Ich glaube sogar mit der GoPro geht, live zu machen. Los. Ist wahrscheinlich mein Datenvolumen zu wenig. Ich habe jetzt nur noch eine Prepaid-Karte drinnen. Und 500 MB ist nur. Ist nicht viel, aber naja. Mir reicht es ja, seit ich keine Livestreams mehr mache von unterwegs und so. Reicht mir das. Wo ich mit meinen 500 MB einen Livestream mache, dauert es ungefähr eine halbe Stunde, dann sind die 500 MB verbraucht. Das dauert circa eine halbe Stunde, so 30 bis 40 Minuten. Dann sind die 500 MBs l'arrivederci. Aber auch egal. Vielleicht hole ich mir mal wieder ein paar Gigabytes wieder mal. Nächsten Sommer vielleicht. Dann können wir schon mal so einen richtigen Live machen. Den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs. Und ihr seid live dabei, ne? Wäre auch nicht schlecht. So nach dem Modier sagt rechts, links, in welche Richtung wir fahren. Nee, nee, hier tut mich an, nur den Berg hochschicken, dann wahrscheinlich. Aber wäre vielleicht nicht schlecht, die Idee. Aber da war ein paar Gigabyte schon. Oder so, wo ich in Rumänien war. Ohne Limit. Gigabyte ohne Limit. Und das war nicht einmal so teuer in Rumänien. Einen ganzen Monat konnte ich 24 Stunden, 7 Tage. Einen ganzen Monat, also 30 Tage, Tag und Nacht konnte ich im Internet sein. Ohne Limit. Und hat nur 10 Euro gekostet. Leider geht die Karte halt auch, ist die Karte auch nur in Rumänien gegangen. Leider. Hier in Deutschland zahlst du viel mehr. So, jetzt lassen wir Magersheim auch hinter uns, wenn wir noch dabei sind. Wann's Richtung Elversheim. Aber hier in Deutschland, um einen Haufen Gigabyte zu kriegen, haben wir auch schon einen Vertrag und kostet dann doch wieder Schweinegeld. Und dann die meiste Zeit verbrauchst du die sowieso nicht. Ja, mal schauen, wie wir das machen. Oder ich gehe dann live 2 Tage bevor das Guthaben abläuft. Und fertig, ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Mal schauen. Ich muss mal die GoPro mal einstellen. Ich habe gesehen, da irgendwie geht es auch live mit der dazu gehen. Muss ich mal austesten. Mal gucken, ob ich meine Geheimparole noch weiß. Wie ich sie mit dem Kanal verknüpfen kann. Ich hoffe, es filmt noch, wie gesagt. So einen beschissenen Deckel mit Loch muss ich mir noch besorgen. Und dann kann ich euch auch mal eine komplette Fahrt mitnehmen mit mir. Ich muss mir einen Laptop oder einen Computer besorgen oder irgendwas, ein Tablet. Der Speicher für die GoPro
auf dem Handy ist so schnell verbraucht, obwohl ich ja 280 Gigabyte habe. Aber gerade die GoPro, die braucht viel mehr MBs beim Filmen wie das Handy selber. Und dann, wie gesagt, die GoPro filmt halt nur 35 Minuten und legt die 35 Minuten auf Seite und filmt dann noch einmal die 35 Minuten quasi, ne? Und dann muss ich die runterladen auf mein Handy. Und das war schon letztens